letzte Mal war. Global. Die Buchstaben leuchten noch schwach. Nee, nicht hier noch das Kabel drin. Nicht gerade stabil. Noch hält es. Wenn du drauf rumkletterst. Gut. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keinen Knopf. Nur eine zylindrische Halterung in der Mitte. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Na? Doof, dass du eine Frau bist. Wie? Wie meint er das? Erkläre ich jetzt nicht. Ich müsste irgendwie ein zylindrisches Thumbdrive finden. Thumbdrive. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keinen Knopf. Nur eine zylindrische Halterung in der Mitte. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Jetzt ein der L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Ein riesiger Haufen Schutt versperrt den Durchgang. Betonplatten wiegen ungefähr eine Tonne. Es würde Tage dauern, mich auf diese Weise durch diesen Schutthaufen zu wühlen. Ja, was willst du machen? Sprengen? Bagger holen? Anderen Weg finden. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Quiet, please. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man so viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht. Nix hier? Sonst? Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Es gibt keine Griffe oder so. Das Fenster ist etwas staubig. Es gibt keine Griffe oder so. Nigel! Faye, komm nicht näher. Der Boden gibt nach. Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye, du musst... Hast du versucht über das Geländer? Nein, Faye. Faye! Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können. Die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Informationen in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Nimm mal das Seil und bind dich erstmal fest. Die Bakterie.
Sie ist der Schlüssel. Mhm. Die Cyan-Bakterien. Jetzt bist du ganz allein auf deinem ganzen Planeten. Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin weiß Gott kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Der Arzt ist direkt 250 zu spät! Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Es gibt noch ein zweites San Francisco-Team. Okay, ich habe ein Datenkristall. Ansehen. Das muss ein antiker Datenspeicher sein. Er gehört zur Bibliothek. Ja, dann habe ich doch was zum Auslesen. Irgendwo dort muss das zweite Team sein. Ja, dann gehen wir hin. Ach nee, warte mal. Irgendwo dort muss... Erstmal gehen wir in die Bibliothek und machen das Datending da rein. Ja. Dieser hier scheint intakt zu sein. Und es sieht so aus, als könnte ich die Daten hiermit auslesen. Das sind ja unendlich viele Daten. Ich warte mit der Auswertung wohl lieber, bis ich das zweite San Francisco-Team gefunden habe. Die Stadt ist gänzlich überflutet. Ich muss eine Möglichkeit finden, über das Wasser zu kommen. Ich brauche ein Boot. Es würde Tage dauern, mich... Kann ich das Ding als Boot benutzen, diese Halbkugel da? Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Ach nee. Bestimmt nicht. Nee. Der Globus hängt nur noch an diesem Scharnier. Er sieht noch recht robust aus. Abschrauben ging doch gerade. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Warum steht's dann überhaupt da? Ja, das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Dann ist das Boot nicht weg. Ich brauche noch das als Boot. Global. Die Buchstaben leuchten noch schwach. Ich muss mal runter, ob da jetzt hier wir ein Boot haben. Na, ich schau. Er besteht aus einer Art Hartplastik. Scheint seetüchtig. Das würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen. Aber ohne Paddel bringt das nichts. Sieht wie ein Teil einer Schaufel aus. Ich hole mir den Besen wieder. Von wegen der...
könnte ich das so? Die kleine Schaufel ist nicht groß genug für ein Ruder. Ich brauche etwas, mit dem ich weiter ausholen kann. Der Bad, das hier halt in dem Besenstiel. Mit der Eisenstange. Die Stange passt genau in die Wölbung vom Griff des Bleches. Mal sehen. So. Und jetzt? Die Konstruktion ist noch nicht sehr stabil. Dann. Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Nicht zufrieden. Auf geht's. Gleich rechts. Der Anzeige nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Toll, jetzt ist es weg. Warum hast du es nicht festgebunden? Wahrscheinlich, weil ich es nicht mehr brauche. Oh, das Paddel habe ich noch. Es muss umgekippt sein, als der Wasserspiegel gesunken ist. Da scheint etwas hinter der Plane zu sein. Aber mit bloßen Händen bekomme ich sie nicht ab. Puh. Nein, ich kann sie nicht zur Seite ziehen. Sie ist irgendwo festgebunden. Hinter der Plane waren Fässer verborgen. Sie scheinen leer zu sein. Das Fass kann ich auch mit bloßer Hand rausziehen. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Ja, geh ganz nah ran, damit du auch noch reinfällst, um dir das anzuschauen. Salvador! Devin! Faye! Bist du das? Alles in Ordnung? Natürlich nicht. Wie kann ich euch helfen? Du musst einen Weg finden, uns von hier wegzubringen, bevor die Zeitkapsel abstürzt. Aber wie soll ich das schaffen? Wir haben hier noch ein Seil. Wir können es mit der Harpune zu dir nach oben schießen, aber das ist doch schon alles, was wir tun können. Ist doch schon mal gut, was. Probieren wir es aus. Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. So kann ich das Brett nicht nehmen. Die Steine werden von dem sauren... Die Steine werden... Dann geh doch da erstmal hin. Kurz klicken. Die Steine werden... Die Steine... Auf die Seite, da ist das Seil. Ich komme nicht an das Seil ran. Es ist auf der falschen Seite des Wasserfalls gelandet. Wir können es nicht mehr runterziehen. Es scheint festzuklemmen. Du musst einen anderen Weg finden.
Die Steine werden von dem Saab. Ich muss da drauf. Einfach Klick reicht auch nicht. Ich kann doch hier drüber springen. Dann hier drüber springen, springen, springen bin ich da. Aber das will er nicht. Das will er nicht. Vielleicht, weil es hier zu stark ist, die Strömung, und ich muss hier vorne irgendwie was ändern. Das mache ich bestimmt nicht noch ein. Was will das Spiel von mir? Die Steine werden von dem sauren. Ich muss hier, da muss ich da drüber, dann nehme ich das Brett und dann mache ich es nach da, dann gehe ich da wieder drüber, dann nehme ich wieder das Brett und. Vielleicht brauche ich ein Brett für das erste. Okay, Brett suchen. Brett. Ein kurzes Brett ragt aus dem Schlamm heraus. Die Steine werden von... Die Steine werden... Die Steine werden von... Ah, da haben wir das lange Brett. Ach, hüpfen kann sie wohl gar nicht, oder was? Puh, das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Kann ich das Brett jetzt nicht nehmen? Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Okay, ich brauche es nicht noch mal. Dieses Seil hat Delvin mit der Harpune nach oben geschossen. Wie soll ich die beiden damit hochziehen? Jetzt machen wir es erstmal fest. Hier dran. Schlammhaufen, Fahrzeug. Ich weiß nicht. Der Schlüssel steckt. Dieses Fahrzeug könnte tatsächlich noch funktionieren. Dann mache ich es da hinten, hier den Schlammhaufen weg. Mit bloßen Händen kann ich den Schlamm nicht abtragen. Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. Besser nicht. Doch? Nein, nein. Dann machen wir eine Felge, dann machen wir den Motor, und wenn das ein Hinterradantrieb ist, dann spult er das auf. Nö. Du bist blöder. An der Hinterachse hängt noch eine angerostete Felge. Keine Ahnung, was mit dem Reifen passiert ist.
Der Schlüssel steckt. Dieses Fahrzeug könnte tatsächlich noch funktionieren. Vielleicht soll ich es jetzt erst Seil aufnehmen. Direkt an die Hinterachse. So, hält. Hält, das ist gut. Hält ist gut. Ich hab das Seil. Was jetzt? Schau dich um. Du musst es irgendwo befestigen, um uns hochziehen zu können. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Das Auto springt tatsächlich noch an. Ich schließe es erstmal wieder. Der Schlüssel steckt. Dieses Fahrzeug könnte tatsächlich... Das Hinterrad liegt jetzt frei. Ich hab's ja schon festgemacht. So, hält. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Das Auto springt tatsächlich noch an. Ich schwöre es erstmal wieder. Einen Gang einlegen. Ja. Noch einen Gang einlegen. Vielleicht muss ich die Felge auch noch auf die Hinterachse. Nein, da habe ich sie doch gerade her. Ja, ja, du verhältst dich unlogisch, liebes Spiel. Du hast gesagt, es hält. Das Seil hält an der Hinterachse. Jetzt muss ich noch einen Gang einlegen, damit sich da auch was tut. Hoffe ich nur, dass das Getriebe heile ist und dann dreht sich das. Und damit ziehe ich die hoch. Keine Ahnung, was noch fehlen soll. Der Automotor könnte genug Kraft haben, die beiden hochzuziehen. Aber das Seil könnte reißen, wenn es dabei über den Stein schabt. Besser, ich überlege mir da noch was. Soll ich noch einseifen? Nee. Nee. Nein. Ich könnte das Seil auf die Felge legen wie bei einer Laufrolle, aber dazu müsste ich die Felge noch irgendwo befestigen. Ja. Und fertig ist eine Laufrolle. Ich habe das Seil über die Felge gelegt. So. Soll ich noch einseifen, das Seil? Nee. Ja, dann hau rein. Der Schlüssel steckt. Nur mal hin, wir essen zeitig. Auf einmal ist ein Gang eingelegt, oder was? Ist komisch, oder? Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel. Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum Sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. Ich muss mal kurz gucken, von wann das Spiel ist. So, 2010. 2010 ist das rausgekommen. Ich glaube, das mit dem Klimawandel wurde so richtig so 20...
18, 20, 19, 20, 20. So ein heißes Thema und die Klimakleber gibt's seit 22. So richtig politisch und heiß diskutiert in den Medien, ich würde sagen in 2020, also 10 Jahre danach, also es ist 10 Jahre voraus. Aber die erste Klimakonferenz gab es schon, ich glaube 1979. Also das Thema ist schon länger bekannt. So, was jetzt muss ich wieder? Wir nutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Man kann auch 2050 sein. Keine Ahnung. Na, glaube ich nicht. Ich könnte nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist. Und ihr haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Naja, für dermaßen große Sachen sind 50 Jahre schon ein bisschen kurz. Das wäre so, als ob du sagen würdest, what, kommt die nächste Eiszeit, in 50 Jahren ist die schon da. Dann würde man das jetzt schon merken. Wesentlich mehr. Also wenn das so katastrophal ist, dass da die ganze Welt verbrannt. Ich glaube, so viel CO2 kannst du gar nicht rauskloppen, dass das in 50 Jahren so schlimm aussieht. Weiter um 500 ist allerdings ein bisschen weit weg, oder? In 500 Jahren? Ja, okay. Weiß ich nicht, was soll ich denn da jetzt denken? Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen. Eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug. Wie der Rest ihrer Geschichte. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann. Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann. Willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Es ist doch 1970, 1980. Wieso ist 70er? Eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile Ölkrise war auch 70er, Ende 70er. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. Mitte 70er? Also ich einige mich mal auf die 70er. Erst jetzt in den 70ern und 2050 geht die Welt unter. Das sind aber keine 50 Jahre. Sondern 80. Wow. Das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran. Das ist und ganz schön undankbar, dass ich ihm gerade das Leben gerettet habe, oder? Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar.